Examen oder was? Je? Je? Nee, Leute, das war kein Je, das war ein Je. Also, das ist Je. Und das ist Je. Oh, so, schön. So funktioniert das, Leute. Ich lieb's, du bist seit 2 Minuten hier und es ist einfach schon schön. Nein, so, das meine cool. Lieben, es geht los. Ja. Erzähl vom besten und schlechtesten Kuss. Ja, was für ein Kuss. Ich wusste doch, dass du die Fragen nicht beantworten kannst. Digga. Soll ich trotzdem von meinem besten und schlechtesten ja, Kuss erzählen? Ja, mach. Also, schlechtester Kuss, lass mich kurz überlegen. Oh, doch. Doch, ich hatte mal einen mit einem Typen was, der hat geküsst. Der hat wirklich hat seine Zunge rumgewirbelt wie so eine Waschmaschine in meinem Mund. Das war wirklich so. Es war so komisch und so eklig. Echt? Wirklich. Ja, es war richtig unangenehm. Es war richtig unangenehm. Es ist immer noch sehr unangenehm im Gedächtnis geblieben. Also, der beste Kuss hat, glaube ich, dann weniger. Also, hat ja weniger was mit dem Körperlichen, sondern eher was mit der emotionalen Lage dann wahrscheinlich zu tun. Ich weiß doch, dass ich mal einen sehr intensiv emotionalen Kuss im Ikea hatte. Ich glaube, der wird mir niemals aus dem Kopf gehen. Ich weiß gar nicht mehr genau, wie es zu diesem Kuss geführt hat, weil eigentlich war ich mit diesem Typen nur als Freunde da. Naja. An Mike, hast du eine Freundin? Nein, ich bin Single. Ach so, jetzt auf einmal. Im letzten Stream war es immer. Mike wollen heiraten. Sorry. Vergeben. An wen? Spaß, nein. Ja, Leute, er ist klar, Single. Ja. Meldet euch. Ich habe einen sehr starken Sexualpartner. Spaß. Nein. 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 Meldet euch. Mike, warum bist du so ein hübscher Junge? Clara, du bist auch hübsch. Danke. Jetzt hört man dich schon wieder nicht. Mehr Technikprobleme als ich einfach, wirklich. Hä? Wann hattet ihr euer erstes Mal? Hey, darf ich bitte noch zu Ende? Ja, sorry. Danke für das Kompliment. Nehme ich mir zu Herzen. Sagt man das so? Nein. Danke. Wann hattet ihr euer erstes Mal? In der Zukunft. Gut gedribbelt, ich bin ehrlich. 2012. Ich bin seit fucking 10 Jahren sexuell aktiv. Das macht mich depressiv. Du hattest dein erstes Mal, wo ich 7 war. Boah, hör doch auf. Holy shit, Alter. Hör doch auf, da war ich doppelt so alt wie du. Da war ich 14. Wild. Wild! Was wolltet ihr als Kind immer machen? Also so alles, nicht nur Beruf. Ich wollte schon, seit ich 9 bin, actually YouTube machen. Ich habe damals Make-up-Videos angefangen zu gucken. Dann kam irgendwann Let's Plays und ich war immer so, ich will das auch machen, ich will das auch machen. Habe ich nie gemacht. Und dann irgendwann habe ich das angefangen. Ich hatte halt leider schon sehr, sehr früh Zugang zu Internet. Auf jeden Fall wollte ich halt auch schon sehr, sehr früh irgendwas in der Öffentlichkeit machen. Ich habe halt damals, wo ich ganz klein war, so mit 7, auf meinem Insta-Account so richtig dumm. Ich glaube, das hatte so 2.000, 3.000 Views. Mehrere Videos gemacht mit so einem Kumpel von mir, wo wir einfach Scheiße gemacht haben. So gesagt haben, bitte folgt uns. Wir fänden das voll cool, wenn ihr uns folgt. Oder dann haben wir so ein Video gemacht, wie dieser Freund furzt. Das war alles sehr komische Zeiten. Ich bin sehr froh, dass dieser Account gelöscht worden ist. Also von Instagram, actually. Ich war ein bisschen traurig, weil ich fand die Videos eigentlich wirklich ganz unangenehm lustig. Aber ich wollte schon immer was in der Öffentlichkeit machen, so Social Media mäßig. Oder halt irgendwas singen. Oh mein Gott, habt ihr es auch damals gemacht, dass ihr so euren Eltern so Eintrittskarten gegeben habt für eure Show? Nein, das habe ich nicht. Wo ihr dann so singt? Ich habe mich nie getraut, von meinen Eltern zu singen. Ich weiß noch, dass ich immer, wenn ich gesungen habe, alleine nur in meinem Zimmer. Also ich weiß noch ganz genau, dass ich mal so eine Phase hatte, wo ich viel gesungen habe. Und dann hat mein Dad irgendwann gesagt, Alter, kannst du mal mit dem Gejaule aufhören oder sowas. Und dann habe ich mich, bis ich, glaube ich, 18, 19 war, nicht mehr getraut, vor irgendjemandem zu singen. Oh nein. Also, ich habe halt immer so diese Karten geschrieben mit so einer Freundin. Kann ich den Namen überhaupt sagen? Sag einfach wieder Erika und ja, da war halt Nadja. Ich habe halt mit Nadja immer so, eigentlich fast immer den gleichen Song, Call Me Maybe von Carly Rae Jepsen. Und das haben wir vor meinen Eltern und ihren Eltern performt. Das war voll schön. Ich habe für meine Eltern immer nur, ich habe Clara Zine gebastelt. Das war ein Magazin von Clara, also von mir. Mit Kreuzworträtsel, mit Comic, mit allem. Wirklich, mit Artikeln. Ich habe wirklich mir richtig Mühe gegeben, habe die dann immer für 2 Euro an meine Eltern verkauft. Oh mein Gott. Okay, nächste Frage. Was würdet ihr machen, wenn ihr nicht mit Streamen angefangen habt? Darf ich kurz was erzählen? So eine richtig schlimme Story von heute. Okay, erzähl. Ich kam nicht klar. Wir hatten so wie Unterricht. Und ich und so eine Freundin von mir, wir saßen da so ganz normal, wirklich ganz normal. Wir dachten, alles ist normal. Vor uns steht so ein Typ, so ein bisschen Muskeln, nicht erwähnenswert viel. Auf jeden Fall, ja. Okay. Der steht da so und dann kommt meine Sovi-Lehrerin so und fragt ihn so, ja, was macht er denn so? Und dann meinte der so, ja, ich arbeite auf der Baustelle. Und dann sie dann so, ah, deswegen hast du so Muskeln. Und er auf einmal, er zieht so gefühlt sein halbes T-Shirt aus, zeigt seine Muskeln. Ich habe einfach Erika angeguckt. Ich habe sie wirklich so angeguckt. Ich war so,
Und sie dann auch so wirklich im gleichen Moment, ey, ich wollte schreien, ich wollte schreien, ich wollte heulen. Ich habe fast eine Panic Attack bekommen, ich kam nicht klar, ich schwöre, ich bin da so auf dem Tisch, ich war so, hab ich gerade gesehen? Ja. Geil, ja, okay. Geil. Frage? Die Frage ist, was würdet ihr machen, wenn ihr nicht mit Stream angefangen hättet? Nicht streamen. Same actually. Aber ansonsten, also, boah, ist eine gute Frage. Wahrscheinlich hätte ich schon mein Studium fertig jetzt und hätte, ich weiß nicht, was ich gemacht hätte. Ich habe keine Ahnung. Also, wie soll ich denn den Butterfly-Effekt der letzten 3 Jahre zurückverfolgen? Ich glaube, das ist unmöglich. Ich hätte Clara niemals kennengelernt. Ich hätte Shiva niemals kennengelernt. Ich hätte Kevin niemals kennengelernt. Oh mein Gott, ich hätte keinen von euch kennengelernt. Ich hätte erstens, hätte ich keinen meiner Freunde, die ich jetzt habe. Wirklich keinen einzigen der Leute, die ich jetzt habe. Also, ich weiß jetzt nicht, was ich jetzt so beruflich machen würde, weil ich kann, also, ich kann natürlich jetzt aus meinem Punkt jetzt sagen, was ich jetzt anderes machen würde. Aber ich kann, wie gesagt, diesen Butterfly-Effekt der letzten 3 Jahre, ich weiß nicht, was ich vor 3 Jahren mich entschieden hätte zu machen. Weißt du, was ich meine? Keine Ahnung. Also, ich glaube, ich wäre noch so ein Basic-Kanake mit so seiner Wellenstein, der so auch damit im Sommer rumläuft. Ja, so da hätte ich mich gesehen. Ja, ja, geil. Schade eigentlich, dass du hergekommen bist. Schade eigentlich. Seid ihr momentan glücklich? Nächste Frage. Jetzt wird's auf einmal deep. Ich bin zurzeit, glaube ich, schon so glücklich, wie ich noch nie war. Also, ich habe eine sehr große Appreciation dafür, was ich mache so in meinem Leben. Und ich bin auch sehr glücklich, dass ich einfach eigentlich nur Sachen mache, die mir Spaß machen. Ich bin sehr glücklich wegen meiner Beziehung. Ich bin sehr glücklich wegen meiner Freundschaft. Ja, also ich bin auf jeden Fall glücklich zurzeit, ja. Ja, ich würde auch sagen, halt, ich bin auch am glücklichsten mit den Freunden, die ich gerade habe, weil so das war actually wirklich noch nie so, dass ich mich so wohl gefühlt habe. Ich habe so gerade voll die Routinen entwickelt, so ich trinke morgens ein Glas Wasser direkt. Ja, ich würde schon sagen, dass ich glücklich bin, aber ja, irgendwie komisch, weiß nicht, unentschlossen. Ja, ja, also das Ding ist, es ist halt ein Prozess, wirklich zu lernen, wie man glücklich ist. Also das ist halt, das klingt so dumm, aber es ist halt wirklich ein Prozess, man muss das erlernen quasi. Und man muss halt auch erlernen, das nicht am Äußeren so immer festzumachen. Weißt du, was ich meine? Ja. Ich glaube, das ist einfach ein Prozess und das dauert eine Weile. Also wir leben einfach in einer Gesellschaft, wo Leute davon profitieren, dass wir unglücklich sind. Weißt du? Also der Kapitalismus profitiert davon, dass wir unglücklich sind. Deswegen wird es uns sehr schwer gemacht, glücklich zu sein einfach. Das hatten wir actually in Sovi. Das ist richtig heftig, wie mit Marketing der Psyche von Menschen gespielt wird. Das ist so crazy, wenn man mal so drüber nachdenkt. Ja, ist wirklich krank. Habt ihr jemals eure Sexualität hinterfragt? Gab es Momente, wo ihr es tatet? Ja, weil ich schon einfach gefühlt immer damit zu tun hatte. So seit der Grundschule wurde ich immer gefragt, ob ich schwul bin. Deswegen, ja. Ja, ich habe es auch schon so oft hinterfragt. Ich hinterfrage es auch immer noch. Also ich bin auch immer so, bin ich jetzt bi? Ich nicht bi? Bin ich bi? Ich nicht bi? Ab wann ist man bi? Bin ich bi? Aber im Endeffekt würde ich schon sagen, dass ich es bin, ja. Aber ich habe schon sehr oft sehr viel hinterfragt. Nächste Frage. Inwiefern habt ihr Druck aufgrund unserer Gesellschaft? Ich hab Druck auf jeden Fall, was es angeht, halt zu arbeiten. Also, ne, dass dieses so normal ist, 40 Stunden die Woche zu arbeiten und dass man dann, ich habe auch Ultradruck, was Mietpreise angeht und was Arbeiten angeht, glaube ich. Das ist der größte Druck, glaube ich, den ich habe von der Gesellschaft. Ich weiß, ich glaube auch actually dieses Arbeiten, weil ich mir halt immer so denke, so es gibt halt gefühlt einfach gar keine Jobs, die mir so suiten, so, ich bin ehrlich. Also wenn ich mal drüber nachdenke, in welchem Job würde ich mich wirklich wohlfühlen? Und dann denke ich mir immer so, nein, eigentlich gar nicht, weil du dieses ganze Prinzip hinter so Arbeiten und so eigentlich gar nicht abfährst, so. Ja. Dann denke ich mir so, ja, scheiße gelaufen für dich, ne? Aber ich habe das Gefühl, es ändert sich ja schon viel. Es gibt halt voll dieses Uprising von wegen selbstständig arbeiten etc. pp. Dann ist ja auch richtig viel am Überlegen, ob es ein Grundeinkommen geben sollte oder nicht. Also es ändert sich schon viel. Dann wird es immer normaler, dass man halt zum Beispiel nur 4 Tage die Woche arbeiten geht, anstatt 5 Tage. Also das ändert sich sehr, schon sehr viel. Finde ich auch sehr, sehr gut. Habt ihr schon Pläne für eure Zukunft? Na, Mike, sag mal, was möchtest du eigentlich vom Leben? Mike! Ich ja, Social Media. Sorry. ich kacke ab. Ja, also, ja, actually, Social Media halt so. Also, ich bin ehrlich, meine Wunschvorstellung meiner Zukunft wäre natürlich... meine Wunschvorstellung wäre natürlich Social Media oder irgendwas so mit Gesang. Das wäre schon sehr cool. Also was auf jeden Fall nicht mein Traum wäre, ist auf jeden Fall irgendwas Normales zu arbeiten. Ich will schon was richtig Außergewöhnliches, wenn dann arbeitet. So irgendwas, was so richtig so Urlaubstester wäre heftig. Gibt es. Gibt es wirklich. Ja.
Ja, ja. Ja, oder halt irgend. Also ich bin ehrlich, wo ich bei so einer TV-Produktion war von RTL, so ich bin ehrlich, das hat mich einfach, so ich schwöre, das hat mich so gecatcht und es war so, ja, das will ich einfach machen. So, das war einfach so, ja. Wir tun es einfach zusammen. Du bist mein Event-Planner für krasse Twitch-Events. Nein, ich will im Event sein. Okay, ja, beides dann. Wir planen einfach beide Events, so zusammen. Ja. Also ich habe auf jeden Fall jetzt konkret einen Plan, in einem Monat ist die Bachelorarbeit fertig, dann schreibe ich mich für einen Master ein, aber ich möchte schon gerne Vollzeit Content Creator weiter sein und das eigentlich nochmal weiter ausbauen und da eigentlich nochmal richtig Gas geben, weil das ist halt auch mein Traum, einfach selbstständig arbeiten als Content Creator und ich habe halt auch so viele Pläne, die darauf aufbauen. Das klingt so dumm, aber ne, ich weiß halt einfach, wenn ich ein gewisses Erfolgheitslevel hätte, dann würde es einfacher sein, zum Beispiel auch ein Buch zu schreiben und rauszubringen. Keine Ahnung, in irgendeinem Film als irgendein komischer Nebendarsteller zu schauspielern und mal auf einer Kinoleinwand zu sehen sein, irgendwas zu synchronisieren. Das sind halt auch alles so Pläne und Wünsche von mir und ich weiß halt einfach, dass es einfacher ist, es zu erreichen, diese ganzen einzelnen Sachen, wenn man halt einfach so eine Online-Präsenz hat, weißt du? Also wenn man halt so einen Bekanntheitsgrad hat, dann kann man alles machen eigentlich, habe ich das Gefühl. Ja, deswegen, das ist so mein Zielplan, was auch immer. Habt ihr Druck bezüglich eures Körpers oder anderes durch Social Media? Also ich immer noch. Also ich bin zwar eigentlich sehr glücklich mit meinem Körper, ich bin auch zufrieden mit meinem Körper, aber ganz selten, ganz, ganz selten Momenten sehe ich so Leute, wo ich mir dann denke, boah, wenn ich doch nur ein bisschen dünner wäre. Oder manchmal, also vorhin habe ich sogar jemanden gesehen, die curvy war, wo ich auch dachte, Alter, wenn ich doch nur ein bisschen mehr wiegen würde. So, keine Ahnung. Also man will halt immer das, was man nicht hat, I guess. Aber ich versuche zufrieden zu sein mit dem, wie ich bin. Keine Ahnung. Eigentlich nicht mehr. Aber ansonsten Druck durch Social Media, ja, doch. Also nicht bezüglich des Körpers, sondern auch anders. Safe. Also auch so, was Erfolg angeht und was dieses Productivity, so dieses, ja. Es ist ja gerade voll so auch im Trend, so dieses Bad Girl, die um 5 Uhr aufsteht. Weißt du, ich mache schon viel in die Richtung, aber trotzdem setze mich das manchmal noch unter Druck. Das habe ich, also auch auf jeden Fall Leistungsdruck, das habe ich auch ultra über Social Media, wenn ich so sehe, wenn so 12-Jährige einfach schon so einen Twitch-Stream haben mit so tausenden Zuschauern, Alter, dann bin ich so. Aber auch so, was jetzt auch vom Körper her auf jeden Fall angeht, auch auf jeden Fall. Aber ich glaube, am meisten macht mich mein Vergangenheits-Ich. Guck mal, wenn ich jetzt zum Beispiel so Bilder von mir sehe aus letztem Jahr, dann denke ich mir immer so, boah, und du hast dir damals über dein Gewicht Sorgen gemacht, Digga, guck mal jetzt. So, weißt du, was ich meine? Ich vergleiche mich halt immer mit meinem alten Ich. Boah, aber das ist auch richtig ungesund. Ja, warum guckst du denn so oft dir alte Sachen an, wenn ich fragen darf? Also, ich habe actually damit irgendwann komplett aufgehört, weil es mich halt auch echt unglücklich gemacht hat. Ja, ich gucke mir halt aus diesen Gründen immer weniger alte Bilder von mir an. Ja, ist auch besser so. Also, das Ding ist, was ich auch in Therapie gelernt habe, man muss halt einfach, guck mal, das Vergangenheits-Ich, das kannst du nicht auslöschen. Das wird immer auch da sein, weißt du? Ja. Und noch Social Media, voll der große Faktor. Ja, safe, natürlich. Okay, Leute, ich glaube, das waren die besten Fragen. Aber es hat sehr viel Spaß gemacht. War sehr schön. Danke, dass du da warst als Gast. Und sorry, dass ich dich ab und an unterbrochen habe. Kein Problem. Hat mir Spaß gemacht. Bin nicht gezwungen, das so hier mitzumachen. Schaut Clara Stream, folgt Clara. Folgt Clara, abonniert Clara. Für guten Folgt Content. Clara auf YouTube. Auf beiden Channels. Ja, folgt Clara auf YouTube. Genauso. Okay, Mike. Danke, dass du dabei warst. Bye, bye. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.